Hi und herzlich willkommen zu Für mich ist auch die letzte Runde mein Stricktagebuch hier auf YouTube. Mein Name ist Julia, ich bin noch 42. Ja, der Geburtstag rückt schon wieder näher. Ich bin Lehrerin aus Nürnberg und ich nehme euch ein bisschen mit und zeige euch, was ich die letzten 2 Wochen vor mich hin gewerkelt habe. Wie immer alles aus eigener Tasche bezahlt und gemacht. Also keine Werbesendung hier mit einer Mini-Einschränkung heute, weil ich etwas, das mir zur Verfügung gestellt wurde, weiter verschenke, also verlose. Ich verdiene da aber gar nichts dran, ich bekomme nichts dafür. Ja, bloß den kleinen Einschieber hier. So, genau. Hi. ja, heute mehr oder weniger ungeschminkt. Ich habe mit mir gerungen, dass ich mich heute vor die Kamera setze. Ich habe ja so einen Semi-Migräne-Anfall. Das kriege ich ab und an einfach und mit Schmerzmittelintus geht es jetzt gerade, aber ja, kämpfe mich jetzt ein bisschen durch. Aber ich wollte es machen heute, weil A, ich das Gewinnspiel auslosen wollte und B, nicht jetzt schon gleich wieder anfangen mit Aussetzern. Und ja, jetzt bin ich hier, mal gucken, wie es wird. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich heute vielleicht nicht so überenthusiastisch bin bei manchen Sachen. Ich werde es auch wahrscheinlich eher kurz halten, wobei das sage ich immer und dann sind es doch wieder 1,5 Stunden hinterher. Ja. Die hängt natürlich nicht damit zusammen, dass die Schule wieder losgegangen wird. Das ist einfach, denke ich, ein bisschen wetterbedingt. Ich habe auch nicht richtig gut getrunken die letzten Tage, muss mich immer selber ein bisschen schimpfen. Und eben tatsächlich halsinduziert, also meine Halswirbelsäule kann da so nach Tageslaune auch immer ein bisschen mit reinspielen. Jo, bevor man mir jetzt wieder vorwirft, dass ich zu viel jammer, das tun tatsächlich manchmal Leute, kommen wir aber gleich zu dem Allerwichtigsten. Also erstmal danke für eure rege Teilnahme an meinem Gewinnspiel. Ich habe mich wirklich sehr gut amüsiert bei euren Antworten und ich Applaus für euch für die genial kreative Art, wie ihr das Gewinnspielwort verpackt habt. Also ich musste da teilweise wirklich laut loslachen, weil ihr das so lustig oder schön gemacht habt. Ja. Also da habe ich mich gut drüber amüsiert. Es waren dann am Ende gleich 133 gültige Kommentare, aus denen ich ausgelost habe, also eine richtige Menge für die 3 Pakete, die es werden. Da sage ich jetzt auch gleich noch, ja, ich halte euch ein bisschen in der Spannung. Ich sage vorher noch schnell was, bevor ich euch gleich die Namen sage. Ich habe sie jetzt noch nicht zusammengestellt. Also ich kann euch jetzt nicht genau schon gleich sagen, wer was kriegt, sondern ich muss dieses Paket jetzt, bin einfach nicht dazu gekommen. Muss das noch machen, dass ich das in 3 Teile teile, die irgendwie mir halbwegs sinnvoll erscheinen. Ich werde mit Sicherheit überall noch vielleicht noch irgendeine Kleinigkeit dazu reinschmeißen und dann bleibt es eine Überraschung, bis es bei euch zu Hause ist. Vorgezogene Weihnachtsüberraschung oder Adventsüberraschung sozusagen. Damit müsst ihr jetzt leben. So. Und zwar, also Trommelwirbel. Der Random Comment Picker hat für mich ausgesucht folgende 3 Gewinner. Und zwar Nummer 1, Astrid Anders. Ja, du hast 1 der 3 Pakete gewonnen. Astrid Anders. Dann Nummer 2, Irina Vetter. Auch du bekommst ein Paket von mir. Und Nummer 3, Birgit Möllenkamp. Ja, Birgit Möllenkamp. Ihr 3 bekommt jeweils ein Packerl von mir zugeschickt, vorausgesetzt, ihr schreibt mir bis Ende der Woche bitte eure Adresse. Meine E-Mail findet ihr unten in den Shownotes, zebratantestrickt@gmail.com, aber steht da unten auch nochmal und an diese E-Mail-Adresse bitte eine E-Mail mit eurem Namen, sodass ich weiß, wer ist und eure Adresse, die müsst ihr mir natürlich geben, sonst kann ich es euch nicht zukommen lassen. Alternativ müsst ihr nach Nürnberg kommen und es hier abholen. Können wir toter Briefkastentreffen machen, aber ich glaube, andersrum ist einfacher. Genau. Allen anderen, die jetzt nicht gewonnen haben, trotzdem super viel Danke fürs Mitmachen. Wie gesagt, ich habe mich gut amüsiert beim Lesen eurer Kommentare. Ja, und ich habe mit der Verena Knitting auf Instagram ist das, die ist sozusagen die zuständige Dame für Edna hier in Deutschland, für so Leute wie mich. Mit der habe ich auch nochmal geschrieben, die hat sich auch mega darüber gefreut, wie ich das Garn hier vorgestellt habe und hat schon signalisiert, also wenn ich nochmal irgendwas zum Auslosen brauche oder, ist sie gerne jederzeit
da Ansprechpartnerin für mich. Also es ist vielleicht auch nicht das letzte Mal, dass ich was Schönes von der Firma Aetna verschenken darf. Ich will das jetzt bloß nicht überstrapazieren, weil ihr wisst ja, eigentlich halte ich mich da raus. Aber es gibt mit Sicherheit irgendwann die Gelegenheit, wo ich sage, hey, ich starte irgendwas und bräuchte da vielleicht ein bisschen was, was ich auslosen kann. Dann habe ich da jetzt einen guten Kontakt. So. Ja, also herzlichen Glückwunsch den drei Gewinnern. Ich sage es nochmal schnell Astrid an, dass Irina Vetter und Birgit Möllenkamp, bitte meldet euch im Verlauf der Woche bei mir oder im Verlauf der nächsten zwei Wochen, also vor dem nächsten Video, wäre cool, sonst würde ich nochmal auslosen per E-Mail. Sonst ist die Woche, oder die zwei Wochen nicht viel Spannendes passiert. Ich hatte ja Schulstart, also dementsprechend habe ich erstmal eine Woche gebraucht, mich wieder dran zu gewöhnen, dass ich um 6 aufstehen muss. Habe in der ersten Woche ein bisschen, also erstmal mein Klassenzimmer auf Vordermann wen das jetzt nicht interessiert, springt, aber ich, also ihr kriegt jetzt die Full Story. Ich war ja die letzte Schulwoche Corona-krank, also ich konnte praktisch die letzte Woche nicht ins Schulhaus rein, in der ich normalerweise nach einer Abschlussklasse so Zeug mache, wie mein Klassenzimmer aufräumen, meine Unterlagen sortieren, diesen Stapel an Arbeitsblatt und sonst was, Chaos, der sich übers Jahr immer so in der Ecke vom Schreibtisch ansammelt, sortieren, ausmisten und wieder in die Ordner packen, wo es hingehört. All das konnte ich ja nicht. Ich hätte zwar in den Sommerferien mal reinfahren können, um das zu tun, das war mir dann aber wieder zu blöd, weil ich tatsächlich, also nach der konkreten Infektion auch noch wirklich 2-3 Wochen gut gemerkt habe, dass ich Corona hatte und da auch einfach oft erschöpft war. Und das bisschen Energie, das ich hatte, dann nicht damit verbringen wollte, Papierstapel in der Schule zu sortieren. Und dann auch einfach Ferien hatte und die habe ich jetzt auch mal gebraucht. Also für mich war das dann so, ey, ich gehe eh in Mobil. Ich muss nicht am ersten Schultag mein Klassenzimmer bereit haben für eine neue Klasse. Also kann das jetzt auch einfach erstmal so bleiben. Und ich nutze dann die ersten 2-3 Schultage, um mein Chaos ein bisschen zu sortieren. Wäre ich jetzt sofort in den mobilen Einsatz gekommen, hätte ich einfach Kisten mitgebracht, alles da reingeschmissen, zu Hause eingelagert, zu lang. Wäre auch gegangen. Naja, das war der Plan. Dann Montag Schulstart. Bei uns ist das ja immer der Konferenztag. Dienstag kommen dann die Schüler. Und das Erste, was ich zu hören, mit eines der ersten Dinge, das kommt, ist, ja, also alle Umbaumaßnahmen bei uns in der Schule, die 16.8. hätten fertig sein sollen, sind noch nicht mal annähernd fertig. Haha. Diverse Zimmer sind zurzeit gar nicht zu betreten und mein Gangkollege, also der mir gegenüber im dem Stockwerk ist, dessen Zimmer ist jetzt das Materiallager für die Baufirmen. Mhm. Deswegen zieht er jetzt in dein Zimmer, weil du brauchst es ja gerade nicht. Aha. So, das habe ich Montag erfahren, dann in Panik Montag noch versucht, mein Klassenzimmer so weit zusammenzuräumen und wegzupacken, dass er am Dienstag da mit seinen Schülern erstmal rein kann. Das haben wir jetzt auch gemeinschaftlich gut hingekriegt. Ich habe jetzt noch 2 Schränke da drin, da ist halt mein ganzes Zeug jetzt einfach reingequetscht. Und irgendwie haben wir uns da jetzt so arrangiert, ein bisschen was habe ich mit nach Hause genommen, ein bisschen was habe ich im Archiv abgestellt. Also ihr müsst euch das ja so vorstellen, wir sind ja nicht Fachlehrer, die wandern, sondern wir sind Klassleitung. Das heißt, ich habe mein Zimmer und mein Zimmer ist voll mit Dingen von mir, wo ich sage, das ist einfach da habe ich gleich Zugriff. Aber also ich habe mehrere Schränke da drin stehen, die mit Material gefüllt sind. Ja, das musste jetzt alles etwas komprimiert weg und wir haben es hingekriegt. Also ich habe Ende der Woche dann die letzten Sachen, also im Zimmer war es okay, ich hatte dann halt eben Boxen im Lehrerzimmer stehen, wo ich gesagt habe, gut, die sortiere ich jetzt aus, räume sie rum, dass ich sie dann irgendwo anders verstauen kann. Das habe ich jetzt alles fertig. Aber war auf jeden Fall schon mal ein guter Start. Ey, wirklich so am ersten Tag einfach schon so ein Chaos. Dann habe ich Bücherausgabe gemacht, andere Verwaltungsgeschichten. Wie gesagt, mein Zeug sortiert. In der zweiten Woche hatten wir jetzt noch Nachprüflinge vom letzten Jahr. Da waren die offiziellen Nachprüfungstermine von den schriftlichen. Die haben wir jetzt durchgeführt und jetzt nach 2 Wochen bin ich an dem Punkt, dass ich sage, okay, ich glaube, jetzt habe ich alles erledigt, was ich mal erledigen musste, wollte, sollte, wenn man mal Zeit hat und keinen Unterricht halten muss. Das heißt, ab nächster Woche werde ich jetzt gucken. Also klar, ich warte täglich auf den Einsatzbefehl. Ich weiß, dass auch schon ein gutes, ich glaube, inzwischen fast schon 75% der mobilen Reserven sind schon im Dienst jetzt. Also die sind schon im Einsatz. Wir haben die zweite Schulwoche. Also Thema, es gibt keinen Lehrermangel, kompletter Bullshit.
Gut, aber so ist es jetzt. Also ich warte auf Einsatz. Wenn nichts passiert, werde ich jetzt an meiner Schule mich eben dann bei den Kollegen anbiedern als zur Differenzierung, zur Förderung. Irgendjemand muss eine Probe nachschreiben. Irgendjemand kommt mit irgendwas gar nicht hinterher. Nochmal eine Stunde rausnehmen, intensiv nochmal in Einzelbetreuung sozusagen da drauf schon. Also all sowas werde ich jetzt machen, bis ich einen offiziellen Einsatz Befehl bekomme und eine andere Schule muss. Die zweite Nachricht, die dann noch ein bisschen mich geschockt hat, war die Ansage, dass die Grundschulen so unterversorgt sind, dass man uns praktisch schon ziemlich direkt ins Gesicht gesagt hat, dass es total gut möglich ist, also nicht unwahrscheinlich, sondern tatsächlich sehr wahrscheinlich sogar, dass wir auch in der Grundschule in Einsatz kommen. Als mobile, wenn die Ausfälle da überhaupt nicht mehr gedeckt werden können. Und dann kam noch der Nachschub, dass, und also wenn es ganz, ganz blöd läuft, wohlgemerkt wie in vielen anderen Bundesländern, auch hier in Bayern und vor allem auch in Nürnberg, sind an den Grundschulen schon Stunden gestrichen, weil sie nicht abdecken können. Ne? Also das mal, das ist der Ist-Zustand. Also ich glaube, 2 oder 3 Stunden die Woche kriegen die Kinder weniger Unterricht, weil sie die nicht abgedeckt bekommen. Und jetzt war die Ansage eben, dass wenn es ganz, ganz hart auf hart kommt, so bei uns an den Mittelschulen praktisch unter Umständen auch Unterricht gestrichen wird, damit wir dann an den Grundschulen auffangen. Also die regulären Lehrer, nicht die mobilen Reserven, sondern die, die einfach Vollzeit eine Klassenleitung haben. Das ist gerade der Ist-Zustand. Aber wie gesagt, unser Dienstherr trat vor wenigen Wochen noch vor eine Fernsehkamera und hat gesagt, es gibt keinen Lehrermangel und wir hatten noch nie so viele Lehrkräfte wie jetzt. Das mag ja in Zahlen sein, aber das ist natürlich einfach Augenwischerei. Wenn ein Großteil davon mit nur wenigen Stunden in Elternteilzeit oder sonst was arbeitet, dann können wir oder reduziert hat, weil einfach unter den Corona-Belastungen und auch den sonstigen Belastungen der letzten Jahre, die einfach immer mehr werden, und damit meine ich nicht die Kinder, sondern wirklich das, was von außen auf uns drauf geschaufelt wird, noch an Zusatzaufgaben und immer noch drauf und immer noch drauf. Und ja, wir machen alles möglich, weil wir diesen Job zum Großteil, behaupte ich mal, die Kollegen und Kolleginnen so wie ich, für die Kinder machen. Deswegen machen wir es am Ende immer möglich. Hat aber halt den Effekt, dass man dann immer sich denkt, dass man anscheinend an höherer Stelle immer denkt, ja, da können wir noch was draufpacken, es läuft doch alles noch. Die sind noch nicht überlastet, doch sind wir, und zwar arg. Naja, halbes Lehrerzimmer hier schon. ja, am Ende vom Tag, wie gesagt, führt es dann eben dazu, dass Leute nur in Teilzeit oder mit weniger Stunden arbeiten, was dazu führt, dass wir zwar in Köpfen viele Lehrer haben und Lehrerinnen haben können, aber faktisch halt trotzdem Stunden nicht abdecken, vernünftig. Ja, ich lasse euch teilhaben. Also ich werde euch immer erzählen, wo ich gerade im Einsatz bin und was ich gerade zu tun habe. Im Moment sitze ich noch an meiner Schule und darf sozusagen unterstützend arbeiten. Mal schauen, wann sie mich abziehen. Gut. Okay. Das, ja, sonst die letzten 2 Wochen irgendwas Wichtiges passiert? Eigentlich nicht. Wie gesagt, ganz normal Schule, tralala. Geschwisterkind vom Patenkind wurde getauft. Das war sehr schön. Da habe ich euch auch gleich noch was zu zeigen dann in der Hausaufgabe. Und sonst ist ja eigentlich nichts Spannendes los. Deswegen hüpfen wir jetzt rüber zur Hausaufgabe. Dazu nicht wundern bitte, ich sehe da ein bisschen anders aus als jetzt, denn dieses Video von der Hausaufgabe habe ich vor einer Woche gedreht. Denn ich habe die Decke, die fertig geworden ist, die graue Babydecke, ja, die ist fertig, habe ich an der Taufe verschenkt, denn für das Kind war sie ja. Und deswegen habe ich da damals dann noch ein kurzes Video aufgenommen. Das kommt jetzt, das schneide ich jetzt hier rein. Also nicht verwundern, dass ich anders ausschaue, und zeige euch, wie die Decke am Ende geworden ist. Und danach wird es dann gleich ins Werken rübergehen, denn was anderes habe ich nicht mehr fertig bekommen in der Zeit. Hi, ja, ich sitze ein bisschen anders als sonst und sehe wahrscheinlich auch anders aus als sonst gerade in dem Video. Ich muss das hier ein bisschen voraufzeichnen, denn das Hausaufgabenprojekt verlässt heute noch das Haus und ich zeichne erst nächste Woche wieder auf. Ich habe die Babydecke fertig bekommen und die geht heute weg, denn heute ist Taufe. Deswegen auch hier ein bisschen schicki, ne? Und wollte sie aber euch unbedingt vorher nochmal zeigen. Ja, also ihr erinnert euch, ich hatte aus der, sorry, geribbelten Wolle aus einer
Strickjacke, die ich vor Ewigkeiten gemacht habe, nie angezogen habe, weil war eins der ersten größeren Projekte und wie das so ist, Passform und alles ganz unmöglich. Die habe ich ja gerippelt, weil es mir zu schade war um die Wolle. Und habe dann entschlossen, daraus wird jetzt die Babydecke für das neue Kind in unserem Leben, also nicht unseres, aber das eben jetzt dann irgendwie auch zur erweiterten Familie gehört. Und ja, ne, also das war eine, ich habe es auch rausgefunden, was es war. Es war die Bravo von Schachenmeier, ganz klassisch, also auch nicht mal wirklich ein teures Garn, aber in der Menge fand ich es halt trotzdem schade, das jetzt einfach wegzuschmeißen. Und für eine Decke, die dann eher am Boden liegt und drauf rumkrabbeln, ist das perfekt, lässt sich prima in die Waschmaschine schmeißen, wunderbar. So, ich habe ja, gestrickt, habe so doppelt gehalten, damit es sollte dann auch ein bisschen dicker und fester werden. Also die hat auch Gewicht und die ist wirklich, also ihr seht das, die ist auch relativ. Die hält was, weil es eben dieses doppelt genommene Garn ist. Und habe losgestrickt ein ganz einfaches Muster. Das heißt, das gibt es auf Ravelry und heißt, oder im Internet, nee, ich glaube auf Ravelry, Baby Premium Blanket oder irgendwie so. Also es ist nichts Schweres. Ne? Ich habe einen Rand gemacht, kraus rechts und dann links und rechts am Rand immer so 5 Maschen kraus rechts mitlaufen lassen. Und der Rest ist 2 rechts, 2 links für 2 Reihen und dann versetzt, also 2 links, 2 rechts für 2 Reihen und dann entsteht eben dieses wabige Muster oder dieses etwas überdimensionierte Perlmuster, wie man das jetzt sehen will. Und habe losgestrickt mit einer Fünfernadel. Ja. So, und ihr seht, ich habe, na, in guter Hoffnung, relativ breit angeschlagen. Also wenn ich mich ausstrecke, sind fast die 1,80, die ich habe. Ohne Probleme, also recht breit, hab da, also im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, dass ich da nicht mehr aufgepasst habe, aber ich habe halt einfach ohne Ziel und Plan fröhlich angeschlagen. Dachte vielleicht auch damals noch, dass ich sie noch größer mache, aber naja. Gut, hab da jetzt lange vor mich hingestrickt in grau, 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 grau. Jetzt seht ihr, sie ist nicht allzu breit geworden. Also in der Breite habe ich in grau eigentlich nur so viel geschafft. Das sind 60, 70 Zentimeter. Also es war eher so ein Läufer von der, ne, so 1,80 lang, 60, 70 breit. Sah irgendwie komisch aus und dann ging mir aber langsam das Grau aus und die Zeit. Also die nächste Option wäre jetzt zu Weihnachten gewesen, aber eigentlich dachte ich mir, wäre es jetzt schon schön, wenn es zur Taufe kommt, weil es zur Geburt noch bei Weitem nicht fertig war. Und habe mir dann überlegt, was machst du jetzt? Also ich wollte jetzt nicht in den Laden gehen und nochmal Wolle dazu nachkaufen, was bei der Bravo ja tatsächlich recht stressfrei möglich wäre. Und dann habe ich mir gedacht, naja, faktisch ist es Sockenwollstärke 6-fach. Und ich habe 6-fach Sockenwolle genug da und ich habe vor allem 6-fach Sockenwolle angefangen, die ich eigentlich weghaben will, genug da. Und habe mich dann entschlossen, einen grauen Faden fallen zu lassen, um das Grau noch ein bisschen zu strecken und einen zweiten Faden 6-fach Wolle dazu zu nehmen. So, und dann habe ich 2 Knäuel-Opalwolle. Die habt ihr auch schon mal gesehen. Da habe ich schon, ihr habt ja schon mal, na, ich habe ja Socken aus den 6-fach Opals gestrickt. Für den Wolfsocken Schafe Kall. Und habe dann die, und zwar alternierend, also immer 2 Reihen mit der einen Farbe, 2 Reihen mit der anderen Farbe, damit sich es da auch noch abwechselt, dazu genommen. Die aber in sich farblich beide dieses Türkis hatten und dann eben so Rot- und Rosatöne. Also das hat auch noch ganz gut gepasst. Und habe dann noch so ein letztes Stück dran gestrickt, eben wo es dann so ein bisschen bunter wird. Natürlich habe ich jetzt nicht mehr die Höhe geschafft, damit es irgendwie quadratisch wird oder nicht ganz so komisch rechteckig. Also es ist und bleibt ein. Wenn ich es falte, ist es fast ein Quadrat. Es ist und bleibt schon ein ziemlich verlänglichtes Rechteck, aber es hat eine Breite, wo ich sage, das ist okay, da kann ein Baby auch ein bisschen drauf hin und her krabbeln. Und es sieht nicht ganz so nach Tischläufer aus. Ja, und habe mir jetzt auch gedacht, das langt auch einfach. Ja, genau. Und ich finde tatsächlich, dass es jetzt mit dem so leicht bunten Abschluss auch nochmal irgendwie einen schönen Touch hat. Und wenn man es nicht weiß, denkt man auch, das gehört sich jetzt einfach so. Ja. Also, das ist jetzt, wenn ich die Breite mal so hochnehme, so sieht das jetzt aus. Genau. Man könnte meinen, es ist so geplant. Ja, ich finde es schön so. Ich hätte sie auch in ganz grau schön gefunden, weil da kam ja hier auch mal der ein oder andere Kommentar, wie man denn für ein Kind eine graue Decke stricken kann. Das würde ja gar nicht gehen. Ich habe mir nur gedacht, naja, also ganz ehrlich, alles, was auf dem Boden rumliegt und ich ständig in die Waschmaschine muss, wahrscheinlich. Kann doch grau sein, wie es will. Wäre auch in ganz grau meiner Meinung nach okay gewesen.
Und jetzt hat es halt diesen bunten Streifen. Wie gesagt, ich finde es tatsächlich auch schön. Aber ich hätte es auch in ganz grau okay gefunden. So, genau. Die Anleitung, wie immer, ich schaue, dass ich sie euch unten verlinke. Sonst ist da nichts Spannendes dran. Aber ich wollte es euch nochmal gezeigt haben, bevor es heute geht, damit ihr die Dimensionen und Ausmaße mal seht. Das ist auf dem Foto bei so großen Decken immer schwierig festzuhalten. Aber sonst strickt sich das gut voran. Ich würde das nächste Mal vielleicht, ich weiß nicht, die war anstrengend zu stricken. Also wirklich einfach körperlich anstrengend zu stricken. Ist halt ein schweres Teil, große Nadeln. War jetzt vielleicht auch irgendwie vom Zeitpunkt her schwierig, weil ich ja so Juni, Juli echt Probleme hatte. Da habe ich das natürlich nicht in die Hand genommen, sondern wenn dann mal ein leichtes Sockenprojekt. Aber jetzt ist sie fertig. Und ich bin froh und ich hoffe, ja, die Beschenkte selber wird es noch nicht abschätzen können, aber die dazugehörigen Eltern, hoffe ich, können es wertschätzen. Genau. Jo, dann schicke ich euch wieder zurück zur Zukunft, Julia, und die macht weiter. So, das war die Decke, das war die Hausaufgabe. Ich finde, die ist, also ich sage es auch immer noch, sehr schön geworden. Ich weiß, inzwischen weiß ich auch, dass auch die Eltern sie ganz toll finden. Dann, bevor wir mit meinem Gewerkel, also was aktuell auf den Nadeln ist, anfangen, wollte ich euch kurz diese bezaubernde Tasse zeigen, in der ich meinen Tee trinke. Es ist Herbst, wir können wieder Tee trinken. I love Guinea Pigs mit zwei Meerschweinchen drauf. Die hat mein Mann mal am Flohmarkt ergattert. Da gibt es noch eine zweite dazu, die auch mehr Schweinchen drauf hat, aber anders ausschaut, für, ich glaube, zusammen 2 Euro oder so. Mag ich sehr. Also, was werke ich zurzeit? Ich überlege gerade, wie wir es machen. Ja, von klein nach groß. Ich habe meine Sockenprojekte rausgeholt, weil die jetzt in der Schule natürlich gut waren, zwecks Transport und so. Und beim Prüfungen, ich meine, wir hatten einen Nachprüfling und mussten da zu zweit sitzen und dem 3 Stunden zuschauen. Da habe ich gestrickt und habe an meinen Argyle Aversion weitergewurschtelt. Nicht super viel, aber ich bin jetzt so weit, dass ich die Ferse reinhauen kann. Also der Fuß hat jetzt, ich musste glaube ich noch 1,5 von diesen Mustersätzen machen, dass ich jetzt an der Ferse angekommen bin. Die habe ich hinten auch schon angefangen. Recht viel mehr ist nicht passiert. Das ist immer noch irgendeine Opalwolle, deren Namen ich nicht mehr weiß. Und ich habe ja auch schon einen fertig. Aber der zweite liegt eben seit April in Stasis und wartet darauf, dass er weitergestrickt wird. Und jetzt habe ich das gemacht. Also Argyle Aversion, wie immer alles, was ich erzähle, unten in den Shownotes verlinkt. Da findet ihr, was ihr braucht. Und das einfach nur mal kurz. Nichts Besonderes, aber es ist was gestrickt, also kriegt ihr es auch zu sehen. Dann zweites Sockenpaar, an dem was weitergegangen ist, ist, wenn ich mir den Namen immer merken könnte, aus der Sock World Championship Runde 1 oder 2. Weiß ich gerade gar nicht, ich glaube Runde 1 tatsächlich. Ja, Runde 1, ziemlich sicher. Die Flames of Peace, die ich ja auch nicht zu Ende gestrickt hatte, aber ich habe ja gesagt, ich versuche die trotzdem noch zu Ende zu machen, auch wenn die SWC schon durch ist. Bei den Patches habe ich das jetzt für mich übrigens aufgegeben, weil ich sehe mich in nächster Zeit diese Socken einfach nicht stricken. Ich hatte da auch erst ein halbes Bündchen. Gut, ist so, aber da hatte ich ja schon einen halben Fuß und da bin ich gewillt, das zu Ende zu führen, weil ich die Kombination aus diesem Flammenmuster und der Wolle immer noch ganz, ganz genial finde. Und ich habe, ich war hier fertig und habe jetzt eben die zweite Flamme angefangen. Auch hier nicht viel bis jetzt, aber ein bisschen was. Das wird auch noch ein längeres Projekt, befürchte ich. Aber jetzt, wo ich es wieder in der Hand hatte, hat es mir A, wieder Spaß gemacht und B, muss ich wirklich sagen, mir gefällt einfach auch, wie diese Wolle rauskommt. Also, dass die so wildert, hier auf eine komische Art und Weise, aber trotzdem gestreift bleibt. Das gefällt mir total gut. Die werden für meinen Mann. Und wie gesagt, ich finde, dass dieses Flammenmuster da auch ganz bezaubernd gut reinpasst. Die Anleitung ist von Gabriela Langer, also Flames of Peace. Ich hau's euch, wie gesagt, in die Shownotes. Und die Wolle war von,
Sonnenkind heißt die Färbung. Ah ja, genau. Das Sonnenkind von, ach, ich habe ja gelernt, das heißt nicht echt Michelle, sondern echt Michele. Also echt Michele ist eine BFL, also Blue-Faced Lester und Bambusmischung, plastikfrei also. Genau. Echt Michele, ganz normal, 100 Gramm, 400 Meter. Färbung Sonnenkind. Die habe ich auf dem Hohenloher Wollfest erstanden. Und da werden jetzt Socken für meinen Mann drauf. Und ich muss sagen, das ist jetzt auch mal so eine plastikfreie Sockenwolle, die mir bis jetzt richtig gut gefällt, weil die sich eigentlich anfühlt wie normale Sockenwolle. Also ich auch die Hoffnung habe, dass die sich dann auch so verhält hinterher. Bin gespannt. Also bis jetzt aber wirklich schwer begeistert davon. Und es wird ein bisschen dauern, weil diese Flammen mit Zu- und Abnahmen gemacht werden, die aber halt nicht Standard sind, sondern da sind, glaube ich, 6 verschiedene Varianten von Zu- und Abnahme drin. Und das muss ich halt immer am Chart mitlesen. Also da gibt es kein, ach, da weiß ich, was kommt, sondern muss ich immer genau gucken, muss ich jetzt vorder- oder hinten verschränkt und rechts verschränkt, normal rechts. Links muss da ein Umschlag irgendwo rein, mit Two Together, Slip, Slip, Knit. Also es ist nichts, was man einfach im Kopf hat. Deswegen muss man echt immer auf das Chart gucken und das heißt halt, es dauert länger zum Stricken. Aber ich habe sie wieder angefangen, mal gucken. Der Plan ist sie irgendwann im Winter noch, dass er sie noch anziehen kann, fertig zu machen. So, die 2 Socken. Dann kommen 2x Hals. Da habe ich zum einen den Einstrang Tuch Knit Along von Kiwis. Von der Kiwi? Kiwis Knitlust? Entschuldigung, Namen sind heute einfach nicht mehr. Das geht heute nicht. Die hatte ja diesen Kall aus. Ja, klar, Kiwis Knitlust. Die hatte den Kall ausgerufen aus einem Strang Wolle. In meinem Fall ist das ein Madeline Tosh Merino Light in Moonshine. Moment. Wo ist der? Moonglow. Moonglow, also der Mond, ist schon auch der Mondschein, das Mondglühen. Also ihr seht, das ist so ein Grau mit einer ganz leichten Blaunote. Es ist nicht so hellblau, wie es hier aussieht. Es ist tatsächlich grauer, aber es hat schon so einen leicht bläulichen Unterton, aber es ist eine irre Farbe einfach, weil man die auch wirklich nicht so richtig pinnen kann. Super schön einfach. Also ich hatte diesen einen Strang, wunderschönes Madeline Tosh Merino Single Garn, weil das ein Strang war, der nicht mehr in einen Pulli mit reingegangen ist, für den ich, also mit den anderen 3 zusammen, ich hätte eigentlich 4 gekauft und dann nur 3 gebraucht. Deswegen, bevor der rumliegt und staubt, ist er aber der perfekte Strang für ein schönes Tuch für mich. Und wir stricken das Lionberry-Tuch. Ich hatte mich letztes Mal ein bisschen beschwert, dass die deutsche Anleitung echt nicht besonders schön gemacht ist. Ein bisschen unübersichtlich, unverständlich vor allem. Also teilweise einfach blöd formatiert, dass man weiß, was man tun soll. Und ich hatte mich ein bisschen beschwert, dass es für bestimmte Teile wäre ein Chart schön gewesen. Mir wurde dann hier auch sofort geschrieben, ha, da und da gibt es den Chart. Vielen Dank dafür. Habe ich auch mir geholt. Und ich habe inzwischen noch auf die englische Anleitung umgeswitcht und stricke jetzt wirklich aus der englischen raus. Ich sage trotzdem noch, dass, also wie gesagt, ich hätte es letztes Mal schon gesagt, es ist eine kostenlose Anleitung. Wirklich no hard feelings hier. Ich sage einfach nur, was ich mir denke. Das heißt jetzt aber, es ist kein Vorwurf. Wenn ich jetzt 10 € dafür gezahlt hätte, würde ich mich aufregen, tue ich so nicht. Es war eher so als, hey, wenn ihr das auch stricken wollt, passt auf, da und da und da. So. Ja, aber wie gesagt, danke für die Hinweise auf das Chart. Ich weiß auch, dass in der Gruppe auch jemand eins gepostet hat und es gibt anscheinend auch sonst wo noch nicht. Gut, ich habe ein bisschen weitergemacht. Ich versuche euch das jetzt irgendwie. Also hier ist ja die Oberkante, ne? Das wird die Kante oben. Ich habe jetzt nur Angst, dass mir alles gleich von den Nadeln fliegt, wenn ich das so mache. Und dann geht es hier so raus, wird so ein halbrundes, also kein richtiger Halbkreis, aber. Too soon, Witze über Verschleierung zu machen mit der Situation im Iran gerade. Schwierig.
Sekunde, mir ist gerade, ich sehe eine gefallene Masche. Das darf natürlich nicht passieren. Die muss ich kurz einfangen, sorry. Ja, ich muss jetzt eine Reihe zurück, weil ich mich irgendwie vertuddelt habe. Und dann, wo war die denn jetzt? Ui, ui. Das ist gefährlich. So, eingefangen. Perfekt. Wo war ich? Genau. Gut, also halb, sagt man da, halbmondförmig, halbkreisförmig. Also, wird ein Tuch, hier unten wird die Kante, hier oben geht es weiter. Ich war letztes Mal irgendwo so hier mittendrin. Jetzt habe ich hier gerade diesen Lace-Teil angefangen, also diesen Lochmusterteil. Und das wächst schön vor sich hin. Es ist an und für sich wirklich auch ein schöner Strick. Also man muss sich ein bisschen konzentrieren. Das ist jetzt vielleicht nichts fürs Auto, für den Zug oder für... Ich schaue sehr konzentriert in den Fernseher nebenbei, weil man eben schon immer jede Reihe gucken muss, was stricke ich jetzt, weil doch Muster drin sind. Es gibt dann zwar zwischendrin immer mal so zwei, drei Passagen, wo man glatt rechts macht, aber das ist dann vier Reihen. Also das reißt jetzt nicht raus. Und ansonsten ist da zwischen echt schon was los. Ich kann mal versuchen, euch das hier mal zu zeigen. Also ihr seht, wir haben da unten angefangen, dann kam hier schon so ein Lochmuster, dann hier sowas mit ein bisschen Struktur durch Zu- und Abnahmen links und rechts, dann wieder eine Lochmusterreihe, dann hier so ein bisschen was mit versetztem Muster, Lochmusterreihe, ja, hier war was glattrechtes. Also da, es passiert schon was alle paar Reihen, deswegen, also als reines Nebenbeiprojekt ist der nicht geeignet, aber wenn der Fernseher nur als Hintergrundmusik läuft und man eigentlich sich schon gerne auf das Strickstück konzentriert oder nebenbei vielleicht ein Hörbuch, ist das wirklich, macht es trotzdem Spaß, es ist nicht zu kompliziert, es braucht halt ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja. Und weil es ein relativ noch ein kleines überschaubares Tuch ist, also ich habe jetzt glaube ich so 180 Maschen auf seinen Adeln, also das ist total dankbar, kann man es auch gut mit hinnehmen irgendwo. Ist nicht so anstrengend. Gut, also das Lionberry-Tuch. Ich habe gerade den Namen der Designerin nicht, aber wie immer, na unten, ihr wisst ja. Hals 1. Hals 2 ist mein magischer Wirbel. Ja, aus dieser super geilen Alpaka-Seide-Kaschmir-Mischung. Ich hoffe, ich erzähle jetzt gerade nicht kompletten Quatsch, aber müsste das doch sein. Wenn sie denn irgendwo den Zettel hätte, hat sie. Ja, Alpaka-Seide-Kaschmir, bin mir ziemlich sicher. Also, Baby-Alpaka-Seide-Kaschmir. Also, auf jeden Fall dieser Flauschtraum, der gar nicht so abflauschig ist, aber einfach mega weich. Mit einer Fingering-Stärke, also 400 Meter auf 100 Gramm, aus dem ich eben den magischen Wirbel von der lieben Gloria von Garn & Gloria stricke. Auch hier ist ein bisschen was gewachsen. Man sieht es nicht so viel, weil der natürlich sich sehr zusammenknauscht. Das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Deswegen sieht das immer nicht so, man sieht den Fortschritt sehr langsam. Ich gebe zu, ich habe jetzt auch keine 30 Reihen rangestrickt, sondern ich glaube 5 oder 6. Aber es geht ein bisschen vorwärts. Jetzt erkennt man aber langsam auch ein bisschen die Musterung besser, ne? Und wie gesagt, er knautscht sich eben so schön und den stricke ich jetzt aus, bis das Knäuelchen weg ist oder ich keinen Bock mehr habe und dann habe ich so einen richtig schönen kuscheligen Kaul hier, der leicht ist, aber trotzdem sich schön zusammenflauschen lässt und der nicht kratzt, weil die Wolle mega ist und aber die Wärme halten kann, aber eben auch nicht so ein fetter, so eine fette Wand aus Wolle hier ist, weil ich habe halt einen Job, wo man mein Gesicht, meine Mimik, alles gut sehen kann. Ich kann ja auch nichts vorhaben. Also es muss am Hals, ist okay, da darf es dann aber auch nicht zu dick sein, weil sonst, also ich fühle mich dann da so eingeschränkt. Das ist genau richtig für mich. Die Anleitung gibt es so noch nicht. Ich weiß aber aus zuverlässiger Quelle, dass die Gloria im Grunde schon plant, den zu veröffentlichen irgendwann. Und inzwischen auch an mich herangetreten ist, ob ich sie nicht auf Englisch übersetzen mag. Ich habe gesagt, ja, das kann alles noch dauern. Also, aber das würde ich machen. Und ich denke, dass dann langfristig damit auch klar ist, dass der dann auch eingestellt wird. Wird spannend. Das ist das erste Mal, dass ich eine Anleitung übersetze. Ich meine, klar, ich habe Englisch studiert. Mein Englisch ist gut. Aber es ist ja wie bei allen Fachsprachen, muss man sich trotzdem erstmal noch mal ein bisschen reinfuchsen. Das Gute ist tatsächlich, dass in dem Fall ich die Fachsprache als
Leserin ja schon kenne. Also ich weiß ja, wie englische Strickanleitungen aussehen. Also ich hoffe, dass mit meinem passiven Wissen und meinem aktiven Englischkenntnissen dazwischen irgendwo die gute Übersetzung für diese Anleitung zusammenkommt. Ich bin gespannt. Wenn es soweit ist, sage ich euch Bescheid. Und wie gesagt, die Gloria wird das dann wahrscheinlich auf lange Sicht natürlich auch irgendwo veröffentlichen, die Anleitung für diesen Kaul. Gut, ist übrigens auch ein prima Projekt für diesen einen Strang. Sockenstärke Wolle, den man hat und mit dem man sonst nichts anzufangen weiß, der geht da genau rein. Nur mal so. Hätte man da auch schon nochmal eins. Gut, das war zweimal Hals. Und jetzt haben wir noch einmal groß. Und jetzt passt auf, Leute. Ich liebe ja, dass so viele von euch mitfiebern. Mit meiner Jacke. Und was soll ich sagen? Sie ist nicht fertig, sonst hätte ich sie in der Hausaufgabe drin gehabt. Sie ist noch nicht ganz fertig. Aber. Sie ist fast fertig. Also, die Ärmel sind dran. Alles ist zusammengenäht. Ja. Sie ist auch schon anprobiert, sie passt. Beide Ärmel sind dran, Bündchen sind an den Ärmeln dran. Sie ist fast fertig. Ich musste tatsächlich aufs letzte Stück noch mein viertes Knäuel. Also jetzt ärgere ich mich, dass ich es nicht länger gemacht habe, weil ich hatte ja so Angst, dass das mir nicht ausgeht. Deswegen habe ich gesagt, naja, mal gucken. Da wäre noch ordentlich Länge rausgegangen. Ich erzähle euch gleich. Jetzt fangen wir erstmal vorne an. Ich sage euch gleich noch was dazu. Also sie ist fertig. Ich habe sie zusammengestrickt, habe dann die Ärmel rausgestrickt, Bündchen dran gemacht auf beiden Seiten und tada, haben wir eine fertige Jacke. Letztes Mal habe ich euch ja schon alle Pannen und Dings bis dahin erzählt. Jetzt hatte ich die zwei Oberteile fertig. Sie waren in der richtigen Nadelgröße gestrickt. Die Abnahmen vom Kragen waren auch auf der richtigen Seite jeweils. Und ich stricke hoch, bin fertig und kette ab und halte sie aneinander und denke mir noch, ja geil, die sind gleich lang, die passen auf die Jacke, super. Dann lege ich sie auf die Jacke drauf und denke mir, warum ist denn bei der einen Seite die Rückseite vorne? Was? Also es ist wirklich diese Jacke, ne? es ist das GZSZ der Strickjacken. Also was habe ich diesmal geschafft? Ich habe es geschafft, bei dem ersten Vorderteil, das ich schon fertig hatte, die Schulterabnahmen falsch rum zu machen. Weil ich bescheuert bin. Also ich hatte dann, nachdem ich die Kragenabnahmen beim zweiten Teil falsch gemacht habe, habe ich beim ersten schon, ohne es zu merken, die Schulterabnahmen falsch gemacht. Also ich hätte beide Jacken waren praktisch so an der Schulter. Ich hätte ja aber so gebraucht. Also habe ich das erste Vorderteil, das ich gestrickt hatte, wieder aufgeribbelt. Das waren Gott sei Dank nur, ich weiß gar nicht, was das sind, 5 Reihen oder was. Dann die entgegengesetzt nochmal die Schulter, damit es dann auch wirklich passt. Das Ding ist, ich habe es nur hingelegt und habe gar nicht drauf geguckt, ob was Vorder- und was Rückseite ist. Mir ging es bloß um die Länge, weil das war ja das erste Problem, was ich hatte. Naja, so hatte ich. Dann habe ich zusammengenäht, dann habe ich die Ärmel eingenäht. Natürlich beim ersten nicht eingenäht. Ich habe sie ja rangestrickt. Das entspricht nicht der Strickanleitung, sondern das habe ich entschieden, weil ich das nicht mag, wenn man Ärmel einnähen muss. Ich finde, das pulkt dann hier immer so und trägt auf. So, beim ersten Einstricken habe ich natürlich zu viel, das ist halt Trial and Error. Ich habe mich mal ungefähr an der Maschenzahl orientiert, mit der die beim längst gestrickten Ärmel rauskommen. War mir viel zu, wie befürchtet, zu plusterig. Habe 4-5 Reihen gestrickt, habe gesehen, nee, das taugt mir überhaupt nicht so. Alles geribbelt. Dann mit deutlich weniger Maschen nochmal hier Maschen aufgenommen. Dann ziemlich schnell Maschen abgenommen, weil die Schulter ist ja überschnitten. Das heißt, die hängen eh schon hier. Da wollte ich jetzt nicht noch ewig den breiten Ärmel, sondern habe ziemlich schnell, das seht ihr hier, ne, kurzen Prozess gemacht. Maschen abgenommen und dann einfach geradeaus runtergestrickt. Dann hier nochmal Maschen abgenommen und dann das Bündchen dran und fertig. Und ja, beim zweiten Ärmel wusste ich dann, wie es geht. Der ging dann recht flott. Das war dann kein Problem. Und dann hatte ich es endlich geschafft. Und mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen, als ich hier endlich... So, okay, sie ist fertig, es ist getan. Warum ist sie noch nicht in der Hausaufgabe? Was fehlt noch? Es fehlt noch die Blende vorne. Ja, also mir fehlt natürlich hier noch der Kragen. Jetzt habe ich hier auch lange überlegt. Ich habe ja noch genug von der Wolle, nehme ich diese Wolle. Nehme ich diese Wolle und wie mache ich den Kragen ran? Also im Original
heißt stricke Band, nähe an. Okay. Ich habe dann überlegt, ob ich nicht lieber aus der Seite Maschen rausnehme und halt einmal rundrum, ja, kann ich ja, geht ja, einmal rundrum stricke und dann halt einfach, keine Ahnung, 10 Bahnen kraus abstrick, weil dann hätte ich ja diese Längsoptik von Vorderteil und Bündchen, na, dass man so in dieser Längsoptik bleibt, dass ich einfach die Bahn rumstricke und dann praktisch zwei, also ein oder zweireihig, dass es halt so eine Längsstreifenoptik kriegt, wenn man es dann so rum anzieht. Ihr wisst, wie ich meine, hoffe ich. Dann habe ich überlegt, nehme ich Grau oder nehme ich den Rest von der Noro-Wolle? Habe mich dann fürs Grau entschieden, egal wie, weil ich mir dachte, mit den Bündchen sieht es dann ganz schön aus, wenn sich das hier nochmal absetzt am Kragen. Weil, und es wird, glaube ich, auch sehr unruhig, wenn ich jetzt hier nochmal die andere Wolle noch, das ist ja eh schon alles sehr unruhig, nochmal dagegen laufen lassen. Das hat mir nicht so gefallen, deswegen habe ich mich für Grau entschieden. Und dann habe ich mich entschieden, okay, nee, ich mache es jetzt echt nach Anleitung und mache die Blenden so, wie die sich das gedacht haben. So. Und das seht ihr hier. Ich hatte Gott sei Dank, es ist wirklich jetzt das letzte Knäuel von dieser grauen Wolle, aber ich bin auch ganz froh, wenn die weg ist. Weil davon hatte ich mal, ich weiß nicht, wie viele, das hätte eine Jacke werden sollen. Das hat überhaupt nicht so funktioniert, oder ein Pulli, der überhaupt nicht so funktioniert hat, wie ich das gedacht habe. Und hatte dann ewig lang, hab da Mützen, Handschuhe, was weiß ich was schon alles draus gemacht. Und jetzt hat die noch echt einen guten Use am Schluss. Also ich habe schon angefangen. Das Band ist tatsächlich, ich glaube, 18 Maschen Perlmuster. Ja, also immer versetzt, eins links, eins rechts und auf der Rückseite andersrum. Und das stricke ich jetzt so lange, dass ich es praktisch einmal rundrum annähen kann. Das wird wirklich als ein langes Band einmal rundrum. Und dann sind wir fertig. Und jetzt, das ist wirklich das Original, also so ist es gedacht. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich das nicht aus dem Garn gemacht habe, weil die Kombi aus, na, wir haben ja eh schon, wir haben unterschiedliche Streifen. Es ist eh schon sehr unruhig. Einmal längs, einmal quer. Dann haben wir innen drin eben dieses Hebemuster, das eher so eine Längsstruktur bringt. So, und jetzt komme ich mit der Wolle und mache nochmal so ein Perlmuster da rein. Also da, nee, das, ich bin tatsächlich auch am Zaudern, ob mir das mit dem Perlmuster in Grau gefällt, weil ich finde, das passt zu nichts anderem an dieser Jacke, passt dieses Perlmuster, das kommt so völlig aus dem Nichts. Aber zumindest ist das Grau ruhig und es fängt die Bündchen wieder auf und dadurch geht es dann wahrscheinlich. Ich stricke es jetzt mal zu Ende, ich hefte es mal an, schaue, ob es mir gefällt. Wenn es mir nicht gefällt, ribbel ich es und mache es doch nochmal anders. Weil theoretisch kann ich ja auch einfach Bündchenmuster hier glatt hochstricken, so wie es hier ist, und das dann dran machen. Ich verstehe natürlich aber, warum es das nicht ist, weil sich das dann halt einrollt am Rand. Und dieses Perlmuster wird natürlich eine schöne, glatte Blende geben, die sich halt nicht einrollt. Ne? Ja, also wie gesagt, ich, ganz ehrlich, ich habe mit der Jacke so viel durch. Mich stresst gerade gar nichts, weil das ist so, ja, mei, an dem Rand kann ich jetzt noch ein wenig rumdoktern, passiert auch nichts mehr. Hauptsache, das Ding ist mal fertig. Puh, Luft holen. So, jetzt. Ich sage, das ist die GZS-Strickjacke. Was geht jetzt noch ab? Also, es könnten jetzt noch folgende Dinge passieren. Theoretisch soll hier noch eine Tasche drauf. Ich habe das gleiche Problem wie mit der Blende. Was mache ich? Mache ich eine graue Tasche? Ist mir, glaube ich, zu plakativ hier drauf. Mache ich eine Dingstasche? Ist mir, glaube ich, zu bunt da drauf. Generell weiß ich noch nicht, ob ich das Konzept Tasche hier drauf genäht geil finde, weil ich glaube, dass das dazu neigt, dann, also die Beulen dann so aus, wenn was drin ist, na, und dann zieht es vorne so runter und es so auch. Ich habe Jacken mit aufgesetzten Taschen, das sieht total geil aus, aber ich glaube, weil diese auch so grobstrickig und so dick ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das wirklich gefällt hinterher. So, jetzt haben wir ja einen Mittwochs-Frickelcast-Streikeltreff. Schöne Grüße an alle an dieser Stelle. Und dann wurde dann natürlich sofort großes Brainstorming betrieben. Was kann man tun? Es sind jetzt zwei Varianten, die ich mir vorstellen könnte, die mir besser gefallen, als die Taschen außen aufzusetzen. Variante 1. Okay. Es wackelt jetzt gleich mal, sorry, aber ich stehe mal auf und zeige es euch dann. Oh, das ging sogar. Damit ihr es euch besser vorstellen könnt. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin, ohne hier alles abzuräumen. Ja, ich ziehe es mal an für euch. So, aber seht ihr? Ist geil, ne? Ja, aber jetzt seht ihr auch die überschnittenen Ärmel, warum ich hier nicht noch so einen Puffel dran wollte. Also, und warum die auch nicht so lang sind. Die
das Handy. So, also hier kommt noch Blender, ne? Sehen wir alles. Geht auch schon bis über den Popo. So, und jetzt wäre die Überlegung ja sozusagen, also bloß, dass ihr es seht, hier unten geht der Ding los. Jackenhöhe wäre hier so. Also hier jetzt ein Platschen draufsetzen, weiß ich nicht, gefällt mir nicht so gut. Und dann noch in so einer unruhigen Optik, keine Ahnung. Gefällt mir auch nicht so gut. Überlegungen sind jetzt folgendermaßen. Überlegung 1 lautet Steaken. Also, dass ich mir hier eine kleine Steak-Kante mache, das ordentlich abnähe und dann praktisch nach innen, ja, hier rein eine Tasche. Da ist sogar die Überlegung, die nicht mal zu stricken, sondern aus Stoff und mir praktisch hier ein Stück, wie bei einer Afterthought hier, ne? Hier ein Stück raus und dann praktisch hier innen ansetzen, einen mit Maschen, zwei, drei Runden stricken, einen kleinen Schlauch, den man dann nach innen laufen lässt, abkettet und da dann praktisch ein Stück Stoff dran macht, dass man eine Tasche nach innen hat. Also nicht außen drauf, sondern nach innen weg. Finde ich eine geile Idee. Habe ein bisschen Angst, dass ich mich nicht traue, hier rein zu steaken, weil ich flippe aus, wenn dabei irgendwas kaputt geht. Idee 2, Seitentaschen. Die Teile sind ja zusammengenäht hier. Das heißt, ich könnte hier diese Seitennaht einfach auftrennen. Da würde ich an den Teilen gar nichts kaputt machen. Also das wäre safe. Ja, könnte einfach die Naht wieder aufmachen und hier praktisch ein entweder hieraus oder aus dünnerer Wolle gestricktes, also wie ein Sockenunterteil, ja, ein Fuß hier einsetzen oder halt auch hier wieder mit Stoff einsetzen und mir hier so Seitentaschen zu machen. Also in irgendeiner Form eine Tasche wäre cool. Was ich da genau mache, weiß ich noch nicht. Jetzt kümmere ich mich erst um die Blende und dann um die Tasche. Aber grundsätzlich ist sie fertig, ist sie tragbar. Schaut sie an, wie schön sie ist. Ich liebe sie. Und ich bin so froh, dass ich durchgehalten habe. Und das wäre sicherlich nicht passiert, wenn ich nicht so sehr Bock auf Wolle und Projekt gehabt hätte. So, jetzt muss ich euch wieder ein Stückchen zurückziehen, dass wir ungefähr wieder im Bild sind. Also, grundsätzlich die große Krise ist durch. Die Jacke ist fertig. Jetzt geht es an die Details. Aber schön, dass ihr dabei geblieben seid. Und ich zeige euch natürlich auch noch die letzten Schritte, wenn sie denn gemacht sind, bis das Ding dann so weit fertig ist, wie ich es auch haben will. Okay, das war es erstmal von dem, was ich aktuell gewerkelt habe. Jetzt könnte ich euch noch schnell zwei Sachen zeigen, die noch nicht fertig sind oder noch nicht mal angefangen sind, aber die Pläne sind. Denn ich habe euch ja letztes Mal von der Pigskin Party erzählt. Heute ist der 24. bei mir, bei euch morgen der 25. Und gestern war Kickoff, also Beginn von diesem Make-Along. Und man sammelt ja Punkte für Meter, die man verstrickt und mit verschiedenen Aktionen. Und mein erster Anschlag, entweder mache ich den heute noch oder morgen, werden die Babysöckchen sein in unseren Teamfarben, weil für Teamfarben gibt es extra Punkte, in Blau, Orange, Weiß, die dann zu den entsprechenden Mützchen, die ich euch gezeigt habe, passen. Ja, da gibt es jetzt nämlich noch die Söckchen dazu. Ich werde Spiralsöckchen machen und fröhlich mit diesen drei Farben rummischen, dass die dann Mix and Match sind. Ich meine, so Babysöckchen sind ja gleich runtergestrickt und werde da... Es sind ja Zwillinge, also mindestens 4 Stück machen. Vielleicht mache ich auch gleich 8 oder 6 oder wie auch immer, dass man halt einfach schön durchmischen kann. Und wenn mal einer verloren geht, ist es auch die Welt nicht. Keine Ahnung, ist nicht so schlimm. Mal gucken, wie ich es mache. Also 4 auf jeden Fall, vielleicht auch mehr, wenn ich lustig bin. Also das wird mein einer Anstrick sein für die Pigskin Party. Und für die Teamfarben wird es extra Punkte geben. Und mein anderer Anstrick für die Pigskin Party ist mein Blitzprojekt. Also wenn man es schafft, ein Projekt zu stricken, in das mehr als 1000 Yards, also 940 Meter Wolle reingehen, dann kriegt man so instant 500 Bonuspunkte. Ich habe Zeit bis Anfang Februar dafür, also es ist jetzt nicht komplett unrealistisch, das zu schaffen. So, und da bin ich mal in meinen Stash abgetaucht und habe Folgendes gefunden. Ich war mal in Hamburg. In Hamburg gibt es dieses, heißt das Wollkontor, diese Fabrikhalle irgendwo in Hafengegend, wo man auf Kronen einfach Wolle, gefächerte Wolle kaufen kann und sich auch zusammenstellen lassen kann. Also wer schon mal in Hamburg war, kennt das vielleicht, Wollfabrik, Wollkontor.
Liebe Hamburger oder jene, die Torten auch schon eingekauft haben, bitte schreibt das mal unten in die Kommentare. Ich komme nämlich gerade nicht mehr drauf. Und da kann man sich eben solche Konen an gefächerter Wolle zulegen in allen möglichen Qualitäten. Man kann sich auch selber mischen lassen. Also man kann sagen, ich will den, den und den Faden und dadurch dann eben spezielle Dicke, Lauflänge, Kombination, Farben und was weiß ich was sogar zusammenstellen lassen. Das ist ganz lustig. Und hinten raus hatten die an dem Wochenende so einen Fabrikverkauf, wo sie halt praktisch schon fertige Konen loswerden wollten, aber halt zu wirklich Spottpreisen. Also ich meine, ich habe hierfür damals, also wenn es 10 Euro waren, gezahlt. Und das hat schon ein Gewicht, das Ding. Also da ist ordentlich Wolle drauf. Das ist Vorplei. Ja, das sieht man hier. 4- oder 6-fach müsste ich mal auszählen. Aber ich, ja, ich muss mal ein paar Meter runter, 10 Meter runterziehen und wiegen, damit ich weiß, was für eine Lauflänge es hat. Oder 10 Gramm runterziehen und messen, je nachdem. Dass ich die Lauflänge weiß, weil ich muss ja hinterher mein fertiges Kleidungsstück wiegen, damit ich weiß, wie viel Meter. Es wird kompliziert. Aber warum habe ich das, also A, liegt das Ding seit 5 Jahren bei mir im Schrank. B, warum habe ich es rausgeholt? Ich habe mich anfixen lassen jetzt endgültig. Die Frau Feierabendfrickelein zeigt schon seit langer Zeit und hat auch einen Call dazu gemacht, ihren Corbis-Sweater. Ja, und ich glaube, der wird jetzt auch für mich fällig. Ich finde das Design genial. Ich finde auch die Konstruktion mega spannend. Habe mir die Anleitung geholt und beschlossen, das wird mein Blitzprojekt. Ich versuche diesen Corbis-Sweater bis Februar fertig zu haben, denn das hier ist kein dickes Flauschigarn, das ist das irgendwas, ich weiß nicht mehr, was das ist, aber es ist auf jeden Fall kein reines Wollgarn. Ich fühle sich eher Richtung Mix mit Seide oder irgendwas an. Also eher was Sommerliches und dann passt es, wenn das im Frühjahr fertig ist. Ja, und ich habe, also es ist wirklich, ich glaube, die schlimmste Erkenntnis war, ich kann einfach in mein Woll, also in das Zimmer, wo meine Wolle lagert, gehen. Und spätestens im dritten Stub finde ich irgendwie von irgendwas genug, um einen Pulli draus zu machen. Und zwar Dinge, von denen ich gar nicht mehr wusste, dass ich sie habe. Das ist wirklich erschreckend, aber so ist es halt. Jo. Bin aber froh, dass ich suchen gegangen bin und nicht einfach wieder was Neues gekauft habe. Also ein bisschen Schulterklopfen für mich. Und das Ding findet auch endlich mal eine Verwendung. Genau, also das soll der Corbis-Sweater werden. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich ziehe es durch. Und ich hoffe, ich ziehe es auch in der Zeit durch, dass ich dafür ordentlich Punkte bekomme bei dem Make-Along. Jo, das sind so die 2 Pläne. Der dritte große Plan, und da komme ich jetzt zu was ich letzte Woche schon angesprochen habe, was ich aber jetzt nochmal genau sagen wollte, ist dann ganz viel Mützen und Stulpen zu machen für Obdachlose. Wie gesagt, der Deckenporno-Make-Along, das ist mir einfach too much dieses Jahr. Aber es gibt ja noch andere Gelegenheiten, und zwar im Oktober oder jetzt schon, aber auf jeden Fall im Oktober startet bei Ein Koffer voll Wolle wieder mal der Wollig warme Herzen Make-Along. Also das heißt, alles stricken, was man an Obdachlose oder Bedürftige abgeben kann. Mützen, Schals, Stulpen, Socken, keine großen Decken in dem Fall, sondern wirklich eher so kleine Dinge, aber die ihr dann an entsprechende Einrichtungen spenden könnt. Bitte geht auf das Instagram-Profil von Ein Koffer voll Wolle oder auf den YouTube-Kanal von Ein Koffer voll Wolle. Die stellt euch da Organisationen vor, an die ihr was abspenden könnt, wenn ihr euch jetzt in eurer Heimatstadt da nicht, wenn ihr da nichts findet, wo ihr es abgeben könnt. Ihr könnt natürlich aber auch bei euch zu Hause einfach mal gucken. Es gibt doch fast überall irgendwelche Organisationen, die sich da kümmern und sich freuen. Ansonsten stellt sie eben welche vor. Außerdem auf ihrem YouTube-Kanal und auf ihrem Ravelry findet ihr Anleitungen von ihr, die man stricken kann. Und wie gesagt, auf allen Kanälen sehr gut zu finden und mitzumachen und eine schöne Aktion. Und dafür werde ich stricken. Also ich habe vor, eigentlich mindestens 2 Mützen und ein paar Stulpen Minimum erstmal da rauszuhauen, weil ich habe genug so halbdicke Wollereste und sonst was, das klöppelt sich doch an einem Abend weg, wenn man mal ehrlich ist. Mit so einer dicken Wolle eine Mütze hat man an einem Abend, oder auch ein paar Stulpen hat man an 2 Abenden. Ihr dürft häkeln, stricken, was auch immer euch glücklich macht, alles ist erlaubt. Solange es eben an die Obdachlosenhilfe oder an Bedürftige geht. Genau, also ein Koffer voll Wolle, Wollig, warme Herzen, Make-Along,
Instagram, YouTube, ihr findet die, ich verlinke euch alles unten. Und wer jetzt zurzeit keinen Löffel übrig hat für sowas, dem möchte ich die, ich glaube, sie heißt Sarah, wenn ich tut es mir furchtbar leid, aber ich meine, ich bin mit Sarah richtig. Ich möchte euch ihren YouTube-Kanal vor allem aber auch ans Herz legen, weil sie da zum Beispiel zeigt, wie man Strickstücke stopft. In allen möglichen Varianten. Die ist so gut da drin und die zeigt es so toll. Also wenn ihr eure Stricksachen retten wollt, also ich bin ja auch so jemand, ich stopfe ja bis praktisch das Teil mehr Stopf ist als alles andere, nicht mehr existent. Aber wer das mal lernen will oder sich informieren oder Tipps noch holen, wirklich heiße Empfehlung. Also wenn ihr eure Wollsocken jetzt vorm Winter vielleicht nochmal an den Stellen, wo die schon dünn sind, verstärken wollt oder welche habt, die schon eine Löchle haben oder sich jetzt im Winter welche Löchle holen, bitte da gucken, wie sie es macht. Sie erklärt es gut, sie zeigt es super und dann rettet eure Strickstücke. Es ist schade drum sonst. Okay, so das mal zur Planung und zu dem, was so gelaufen ist. Und damit hüpfen wir jetzt. Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Also Pausenverkauf gibt es euch nicht. Ich war wirklich brav, habe auch nichts gekauft. Nur ein kleines Word of Warning. Ich bin in 2 Wochen in Vaterstetten. Da ist Wollfest. Ich wurde eingeladen. Oder zumindest gefragt, ob ich kommen möchte. Von der lieben Ivy. Also nichts mit Sponsoring oder sonst was, sondern sie hat einfach nur gemeint, hey, die Freundin, mit der ich gehen wollte, die kann jetzt doch nicht. Hast du Bock? Okay, ja, ich hab Bock. Das ist in der Nähe von München. Ich werde runterfahren und ich freue mich auch mega drauf, vor allem den Tag mit der Ivy zu verbringen. Aber das heißt, ich bin an dem Sonntag unterwegs, am Samstag davor, also an dem Tag davor, haben wir ein vereinsinternes Event den ganzen Tag. Und am Freitag davor bin ich eventuell auch verplant, das weiß ich noch nicht. Aber das heißt, das Wochenende ist sehr, sehr voll. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe, einen Podcast aufzunehmen. Also den müsste ich dann eher sogar schon Donnerstag oder Freitagmittag. Dann muss es ja aber auch wieder geschnitten und hochgeladen werden. Ich sehe es noch nicht wirklich passieren. Also ich denke, auf den nächsten werdet ihr, entweder wird es so fertig, dass ich ihn am Montag oder Dienstag dann einfach raushaue, also nicht am Sonntag, um den 2-Wochen-Rhythmus zu halten, oder es wird dann halt eine 3. Woche draus. Nur so als Warnung. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dafür dann danach wieder was im Pausenverkauf zeigen können, weil die Chance, dass ich auf ein Wollfestival gehe und nichts mit heimbringe, geht gegen null, würde ich sagen. Genau, also Pausenverkauf heute nicht. Lehrerzimmer, ich wollte diesmal wirklich, aber meinen Kopfschmerzen geschuldet, springe ich es auch diesmal, es tut mir wirklich leid. Ich hätte tatsächlich heute gerne mit euch über die aktuelle Situation im Iran gesprochen, weil ich jetzt eben dann auch schon wieder Leute sehe, die anfangen mit Nil und dann soll hier Kopftuch und bla bla. Es geht nicht darum zu verurteilen, ob, wie oder wann eine Frau ihr Kopftuch trägt, solange es ihre Entscheidung ist, sondern es geht natürlich darum, dass das dort als Mittel einer unterdrückenden Politik verwendet wird und als Begründung, um einen Menschen zu töten, und dass man das voneinander unterscheiden muss, ist hoffentlich allen klar. Also und ja, man kann gleichzeitig dafür kämpfen, dass Frauen im Iran ihr Kopftuch nicht tragen müssen, wenn sie es nicht möchten, und Frauen in Frankreich es aber tragen dürfen, wenn sie es möchten, denn dort ist es ja genau andersrum, da wird es ihnen ja verboten und beides ist scheiße. Ist auch, wie gesagt, das geht in die gleiche Richtung wie diese Abtreibungsgeschichten, also die Art und Weise, wie Menschen und vorrangig weiblich gelesenen Menschen in diesem Jahrhundert, in dieser Zeit wieder die körperliche Freiheit abgesprochen wird in vielen Ländern der Erde aus den verschiedensten Gründen. Also wie gesagt, ich möchte das weder auf eine spezielle Religion, einen speziellen Kulturkreis oder sonst was schieben, weil ich kann nach Amerika gucken, mir die Abtreibungsgesetze angucken und Kriegskotzen. Ich kann in den Mittleren Osten gucken, wo eben solche Regime solche Sachen durchdrücken und kann kotzen. Ich kann hier in Europa gucken, wo immer mehr rechtsgerichtete Parteien jetzt in die Parlamente kommen und ähnlich bescheuerte Forderungen stellen. Also Entschuldigung, unsere AfD hier fordert, dass Frau wieder Mutter und bitte, also ich möchte daran erinnern, letzte oder vorletzte Bundestagswahl haben die ihre Wahlwerbung damit gestaltet, dass die deutsche Frau gefälligst Kinder kriegen. So haben sie es natürlich nicht gesagt, aber das war
der Inhalt gefälligst Kinder zu kriegen hat, weil wir ja sonst entvölkert werden, weil die Bösen, also im AfD sprechen natürlich die bösen Ausländer, ja, so viele Kinder kriegen, dass sie uns Deutsche praktisch durch den Geburtskanal unterwandern. Also ich glaube, das war wirklich der Wortlaut damals. Einwanderung durch den Geburtskanal. Also wo du wirklich so instant Kotze im Mund hast, wenn du das einfach nur hörst. Deswegen, ich zeige mit keinem Finger in irgendeine Richtung, sondern eher mit allen Fingern in alle und schreie nur, Leute, wehret den Anfängen. Also wir sehen hier gerade in der Welt eine Entwicklung, die mich beängstigt tatsächlich und wie gesagt, die zu großen Teilen, die mit Sicherheit auch andere Menschen trifft, aber zu großen Teilen eben momentan erstmal in eine Richtung agiert, wo es darum geht, vor allem weiblich gelesenen Menschen ja, Rechte wegzunehmen, die Selbstbestimmung über den Körper wegzunehmen und was weiß ich was. Und nochmal, man kann ja zu allem seine Meinung haben und sagen, okay, das finde ich gut, das finde ich nicht gut oder ich habe religiöse Ansichten, die das und das verbieten oder das und das fordern. Alles schön und gut, aber das ist dein Stück. Dein Stück hat mir nicht vorzuschreiben, wie ich meins zu leben habe. Und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem wir kommen müssen. Und wir sehen aber, dass diese Forderung anscheinend gerade eine Gegenwelle an Abwehr lostritt. Und woher das kommt, naja, ich glaube, da ist ganz viel Angst und vor Machtverlust dabei, die man halt über Jahrtausende aufrechthalten konnte. Und das macht mir Angst und ich hoffe, dass wir nicht immer weiter in diese Richtung wegrutschen, mit dem Wissen, dass inzwischen, also dass sich ja diese Alt-Right und extrem rechte, extrem evangelikale Bewegungen, die eben viele solche Sachen fordern, seit Jahren sehr, sehr gut aufstellt, mit sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr viel Macht im Hintergrund. Und man nichts dagegen getan hat und jetzt ausbadet, also siehe die Entscheidungen von Richtern, die da halt hingesetzt wurden. Und ihr meint doch nicht, dass das jetzt ein Trump sein spontanes Ding war. Das ist seit Jahren sozusagen, also ich möchte jetzt nicht wie ein Verschwörungsmensch klingen, aber ihr wisst schon, da wird seit Jahren von gewissen politischen Interessensmenschen hingearbeitet, dass eben diese sehr konservativen Ansichten immer mehr politisch vertreten werden. Und da fließen Gelder übrigens auch von Amerika nach Europa und zurück. Ja, das ist teilweise beängstigend. Und umgekehrt, auf der anderen Seite dann eben auch, muss es eben aufhören, dass Staaten Religionen nutzen, um ihre Terrorregime durchzusetzen. Ich meine, da kannst du zu den Taliban gucken, da kannst du zum iranischen Regime gucken. Na, also da den Islam vorzuschieben, um seine eigenen Machtfantasien auszuleben, ist halt genauso wenig richtig. Ja, also Mini-Ding, darüber hätten wir heute reden können, aber wie gesagt, ich halte es jetzt auch dabei. Und deswegen schubse ich euch jetzt rüber zum Fernsehwagen, ein bisschen gibt's noch was und dann sind wir fertig für heute und mir langt es jetzt auch tatsächlich. Hey, gut, zum Abschluss noch der Fernsehwagen. Ich habe 2 Podcasts und 3 Instagram-Profile dabei für euch heute, die ich euch empfehlen möchte. Es ist tatsächlich eigentlich alles im Bereich der guten Laune angesiedelt. Also ich hoffe, was euch auch aufheitert und womit ihr was anfangen könnt. Ich fange mit den Podcasts an. Und zwar habe ich mir angehört ein Hörspiel, das von Öffentlich-Rechtlichen produziert wurde. Und das heißt Anne Bonny. Da geht es um die berühmteste Piratin, die historisch belegt über die Weltmeere gesegelt ist. Also Ende des 17. Jahrhunderts, Anfang des 18. Ja, also zwischen 16 irgendwas und 17. Tralala. In dem Hörbuch wird praktisch ihr Leben, ihre Geschichte, wie ist sie von der Tochter des recht angesehenen Stadtmitglieds zur einer der berühmtesten Piraten generell und mit Sicherheit zur berühmtesten Piratin, avanciert in der Zeit, in der auch das Piratenleben nicht so leicht war. Es spielt in ihrer
Perspektive, also aus ihrem Blickwinkel sozusagen, mit einem Erzähler dabei. Es ist meiner Meinung nach super gut gemacht. Es ist an manchen Stellen ist es schon ein bisschen dick aufgetragen. Es ist halt ein Hörspiel, es ist jetzt keine Doku. Und ja, ich würde jetzt nicht empfehlen, zwingend das mit den Kindern anzuhören. Es ist an vielen Stellen durchaus explizit, also was Sprache angeht, was die Darstellung von Gewalt auch in einem Hörspiel angeht und auch die Darstellung von Sex. Also klar, als Erwachsener kommen wir damit klar, aber ich würde jetzt vielleicht nicht meinen Erstklässler oder meine Erstklässlerin oder Kindergartenkinder vorsetzen. Genau, also das mal als Empfehlung, hat 8 Teile, glaube ich, ist eine abgeschlossene Serie, ein abgeschlossenes Hörspiel. Und über dieses Hörspiel bin ich in die Hörspielkanäle vom einen oder anderen öffentlich-rechtlichen Portal gerutscht, die das eben auch als Podcast anbieten, und habe ein Kleinod gefunden. Und da mischt sich jetzt mein Fable für True Crime oder Kriminalgeschichten mal so ein bisschen mit meinem Fable für Dinge, die aus den 60er, 70ern, also so ein bisschen dieses trashige Schwarz-Weiß-Fernseh-Gefühl, und dass ich Bastian Pastewka sehr wertschätze. Der hostet nämlich ein Podcast, ja, in dem in jeder Folge ein Originalhörspiel aus den 60er und 70er Jahren des SWR einfach abgespielt wird. Die dauern meistens so eine Stunde. Ganz wenige sind mehrteilig, die meisten sind wirklich so mit einer Stunde fertig, die damals eben original im Radio liefen. Und das sind alles Kriminalgeschichten. Und die sind super. Also es ist so richtig Edgar Wallace zum Hören, ja. Großartig, ich liebe das sehr. Und Bastian Pastewka ordnet das eben am Anfang immer ein bisschen ein, erzählt immer ein bisschen was über die Sprecher, über die Geschichte, über die Situation. Und dann kommt eben meistens, wie gesagt, rund um eine Stunde rum die Story, und dann ist es fertig. Und also schöne kleine Happen, super. Und das Ganze heißt Kein Mucks, Ausrufezeichen. Also könnt ihr euch in eurem Podcast-Catcher eurer Wahl reinziehen. Kein Mucks, Ausrufezeichen. Und wer auch sowas so steht wie ich, viel Spaß damit. Und es gibt wirklich viele Folgen schon. Also man hat durchaus lange was davon. So, also die 2 Podcasts, eher so im Hörspiel-, Hörgeschichtenbereich. Genau. Dann habe ich noch 3 Instagram-Profile für euch. Da geht es ja oft mal nur darum, guckt euch das mal an, amüsiert euch mal eine halbe Stunde oder 10 Minuten beim Durchscrollen, und dann ist auch wieder gut. Ich habe für euch, also zum ersten Chauncey Dev. Ich schreibe es euch hier rein, ich schreibe es euch unten rein. Chauncey Dev, der imitiert Tiere. Also er tut Dinge und sagt, wie würde das aussehen, wenn Tier XY das macht, und zwar hauptsächlich Hunde. Und vielleicht ist euch das beim Instagram Reel gucken schon mal über den Weg gelaufen. Er macht zum Beispiel nach, wie verschiedene Hunde auf einen Einbrecher reagieren. Das ist einfach zum Wegschmeißen. Oder wie verschiedene Hunde laufen. Also es ist, wie gesagt, ich kann dem einfach zugucken, und ich finde einfach alles amüsant. Chauncey Dev, also einfach lockere Unterhaltung, schaut einem Menschen zu, wie er versucht, vor allem Hunderassen nachzuahmen. Und da wirklich spot on dabei ist, Großteil. So, dann hätte ich im Angebot Fionn Time, tatsächlich ein deutscher Kanal, aber mit englischem Titel. Fionn mit Doppel-N und dann Time. Der macht Comedy, und er macht viel, dass er Situationen, ein bisschen wie Dominic Artifex, also er spielt so bestimmte Situationen nach, in denen er alle Rollen macht. Sehr gerne schulische Kontexte, was ich halt super witzig finde, weil er das oft sehr gut trifft. Also bei manchen Sachen lag ich schon lachend hier, und ich konnte 1:1 sagen, also bis auf den Wortlaut, der vielleicht ein bisschen anders war, aber ist diese Situation schon 1:1 so in einem Klassenzimmer gelaufen, in dem ich anwesend war. Also den finde ich ganz witzig. Es gibt dann auch so ein bisschen Eltern-Kind, wie gesagt, Schüler, Lehrer, so in dem Bereich macht er eben sowas. Ähnlich wie der Dominic Artifex es mit seinen Büro- und Amtsgeschichten macht, so ist er eben auch auf Deutsch. Und als letztes habe ich noch Sam Bentley für euch. Sam Bentley macht etwas, das nennt sich Good News. Das heißt, er zeigt euch einmal die Woche ein Reel, wo er euch einfach 3 oder 4 Dinge zeigt, die einfach mal gute Nachrichten sind. In all dem, alles, was ja zu Recht ja zurzeit falsch und schief, also nicht, dass es
zu Recht ist, dass es falsch und schief läuft, aber es ist ja zu Recht, dass man sieht, dass vieles auf der Welt gerade nicht okay ist. Aber ich finde dazwischen für die Psychohygiene, fürs persönliche Wohlbefinden ist es auch legitim und okay, sich mal 10 Minuten Erholung zu gönnen und sich mal einfach ein paar schöne Sachen anzuschauen und nicht immer nur das Schlechte zu sehen. Das ist nämlich auch nicht gesund. Genau. Genau, also die drei Instagram-Profile, die zwei Podcasts habe ich heute für euch. Ich hoffe, damit schicke ich euch in 2 gute Wochen oder vielleicht auch 3 gute Wochen, je nachdem, bis wir uns hier wiedersehen. Nächstes Mal gibt es auf jeden Fall, hoffe ich, dann was aus Vaterstetten zu erzählen. Oder ich nehme es vorher auf, dann noch nicht, aber ihr werdet sehen. Die drei Gewinner melden sich bitte, Gewinnerinnen. Oh Mann, ich arbeite wirklich hart dran, besser zu channeln. Das ist so, ich kriege es noch nicht immer gut hin, aber ich versuche wirklich. Die drei Gewinnerinnen melden sich bitte bei mir per E-Mail mit ihrer Anschrift. Und dann war es das für heute. Ich wünsche euch was und denkt dran, für mich war auch die letzte Runde. Wir sehen uns demnächst. Tschüss.